Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Nach dem Rennen kommt jetzt die Dusche. Nach dem Rennen. Jetzt hat er gut gearbeitet für einen Dreijährigen, war das ganz prima. Weil er ist erst 2 Monate wieder in Arbeit. Die nächsten 4 Wochen ums Doppelte verbessert. Und dann wird er wohl in der Quali kommen. Seine Schwester hat 13 Rennen gewonnen. Wenn er die Hälfte gewinnt, bin ich schon zufrieden. Jetzt ist aber ruhig, ne? Ja, weil er im Wiener Zirkel da Na ist. nun, da sollte ja die Christen sollte ja dabei bleiben, aber diese. So sieht ein Arbeitstag eines Jockey aus. Ja, das ist ja nur ein Pferd. Aber wenn du dann 10, 20 Pferde hast, dann kommst du von den einen runter und von den anderen wieder drauf. Der eine lernt es früh und der andere spät. Zeit darf man hier nicht in Kauf nehmen. Immer weitermachen. Viele sagen, was machst du vom Beruf? Ja, ich sage, was soll ich schon vom Beruf machen? Ich bin Pferdevorwärtskünstler. Was ist das denn? Ja, ich sage, die Pferde da traben lernen und zum Rennen bringen. Ich sage, dann sind wir ein Pferdevorwärtskünstler. Ja, ich sehe und höre, du hast immer noch Spaß an ja, diesem Beruf oder ist das Freizeit? Nein, ich habe immer noch Spaß an dem Beruf. Also solange ich mich bewegen kann und das machen kann, werde ich wohl immer hinter dem Pferdeschwanz bleiben. Nächste Woche habe ich ja Geburtstag, dann werde ich 83 und dann machen wir weiter. Hänschen Frömming hat noch mit 84 gefahren. Ja.